herzlich willkommen zu einer neuen Folge Willows Gestrick. Mein Name ist Marion und auf Reverie und Instagram findet ihr mich unter Willow01. Dies ist ein Strick- und Spinn-Podcast und hier wird dauerhaft Werbung gemacht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und mir ein wenig eurer Zeit schenkt. Jetzt sind ja doch wieder so ein paar Wochen mehr vergangen, als ich das ursprünglich geplant hatte. Ich habe ja mal schon mal gesagt, ich würde sehr gerne versuchen wollen, irgendwie im 2-Wochen-Rhythmus aufzunehmen. Ja, das Leben halt, ne? Dann war jetzt mein Mann 2 Wochen zu Hause und dann bin ich nicht dazu gekommen, aufzunehmen. Abgesehen davon, dass ich ja nun tatsächlich am allerliebsten das Haus für mich alleine habe, wenn ich aufnehme. So, und heute habe ich das mal wieder. Heute kann ich dann also völlig ungestört aufnehmen. Sitze inmitten diversester Projekttaschen mit einem neuen Finished Object. Ja, und damit starten wir auch gleich mit dem fertigen Objekt. Ja, und das Finished Object, das erste fertige Projekt in dieser Folge, ist der Sorrel Sweater von Wool & Pine. Mittlerweile sicherlich jedem von euch bekannt. Das ist ja tatsächlich ein Design, was so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Und ich war da ja auch sofort angefixt und hatte den sehr zügig dann auch angefangen. Ich habe in den vorherigen Folgen davon schon einiges berichtet, habe euch so ein bisschen mitgenommen auf meinem Weg, was diesen Pulli anging. Ja, und jetzt ist er fertig. Ich habe jetzt gerade ein paar Fotos gemacht und die blende ich dann jetzt mal hier ein, zumindest so 1 oder 2 Bilder, sodass ihr das auch mal in Gänze sehen könnt. Ja, und was soll ich sagen? Ich liebe diesen Pulli mittlerweile. Es gab einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, Stolperstein, kann ich nicht sagen, aber es war so ein bisschen so, dass nachdem ich das Ganze fertig gestrickt hatte und abgekettet hatte, ich den Pulli dann wieder angezogen habe, wie unzählige Male während des Strickens auch. Also gerade die Top-Down-Sweater, die probiere ich ewig und ständig an. Und ja, diesen Pulli eben auch. Und als er dann aber fertig war, habe ich ihn nochmal angezogen und irgendwie dachte ich, wow, weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt. Denn er war seltsamerweise irgendwie so glockig unten am Abschluss, das, wie man sieht auf den Bildern, jetzt Gott sei Dank überhaupt nicht mehr der Fall ist. Und er war irgendwie so, dass der sehr auftrug irgendwie. Also man sieht das ja auch jetzt schon in der Passe. Ich schaue mal, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, ist es vielleicht nicht ganz so krass. Aber diese Rundpassen und auch Muster dieser Art, die machen ja schon eher so ein bisschen rund, ne? Und jetzt ist es ja dann auch noch so, dass, das sieht man hier am Arm, kann ich euch das zeigen, das Ganze ja auch mit der linken Seite nach außen getragen wird. Und alles zusammengenommen machte vor dem Waschen eine sehr runde Silhouette. Und das fand ich irgendwie, nein, so gar nicht schön. Also da war ich schon mal eher unglücklich mit. Ja, aber dann habe ich mir gesagt, okay, komm, ne, wasch das erstmal und schau, wie sich das Ganze entwickelt und spann das so ein bisschen zurecht. Wobei spannen musste ich überhaupt nicht, denn nachdem ich diesen Pulli also gebadet hatte und so ein bisschen ausgelegt hatte, sah ich schon, es fügt sich alles, es legt sich und ganz im Gegenteil, ich sah da schon, das Teil ist doch sehr, sehr gewachsen. Also so lang, wie er jetzt hier auf dem Bild zu sehen ist, war er vor dem Waschen in keinster Weise. Da ist also einiges an Zentimetern dran gekommen. Ich möchte sagen, mehr als 5 cm in der Länge. Und das war am Ende dann tatsächlich auch erstmal der Hauptgrund, warum ich nur so halb glücklich war mit dem fertigen Teil hier. Das war der Ausschnitt tatsächlich. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich erzählt habe, dass ich den Pulli nach einer sehr großen Größe angeschlagen habe. Und zwar Größe 6, meine ich. Weil das Design an sich ein sehr enges Halsbündchen vorsieht und auch so eine Art Stehbündchen.
Und das wollte ich tatsächlich nicht. Also da, das wäre mir zu eng geworden am Hals. Das mag ich mittlerweile nicht mehr ganz so gerne. Und Mohair, wenn auch dieses hier ein sehr weiches ist, aber trotz alledem, die langhaarigen Fasern können ja hier und da schon mal so ein bisschen pieksig sein. Und das wollte ich am Hals überhaupt nicht haben. Also, ne, bin ich da dem Rat meiner lieben Kirstin von Quickstrick gefolgt und habe das Ganze eben auch etwas größer angeschlagen. Und während des Strickens war die Welt in Ordnung. Der Ausschnitt hatte die perfekte Größe. Auch der Rest hat sich super gut gefügt. Ich habe glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich, was das Stricken der Passe angeht, eine Änderung nur vorgenommen habe, sprich eine Wiederholung des Charts weggelassen habe, sodass das von der Länge her wunderbar gepasst hat. Auch hier die Weite und so ist eigentlich völlig okay. Ein bisschen sehr weit vielleicht, aber ne, kann ich wunderbar mit leben, finde ich gut, ist sehr bequem. Und wie gesagt, der Ausschnitt war während des Strickens die ganze Zeit perfekt und nach dem Waschen riesig. Ich hatte den, nachdem er trocken war, abends zur Knit Night an in meinem Lieblingsladen und ich war die ganze Zeit nur am Rumfummeln und das rutschte hier und rutschte da und saß mir nicht richtig und es war irgendwie überhaupt nicht schön, so vom Tragegefühl her. Und ich war tatsächlich ein bisschen unglücklich damit, weil ich dachte, meine Güte, jetzt hast du dir so viel nicht nur Mühe gegeben, sondern auch so viel Zeit da reingesteckt. Ich habe in der Tat ja fast ausschließlich nur an diesem Pulli rumgestrickt, damit er möglichst schnell fertig wird. Und wenn man dann ja so einen Dämpfer erfährt, dann ist das schon ein bisschen doof, ne? Und dann bekam ich an dem Abend aber noch den Tipp, den Ausschnitt vielleicht mit einer kleinen Häkelkante oder also von innen mit so einem Kettrand oder so nannte sich das, glaube ich, zu umhäkeln, um dem Ganzen ein bisschen mehr Halt zu geben, dass das ein bisschen gestützt wird und so. Aber ich dachte mir, nee, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was ich am Ende haben möchte. Denn ich wollte das Ganze ein bisschen kleiner haben, ein bisschen enger haben. Und dann bin ich durchs Internet gegangen, bin vor allen Dingen durch YouTube gegangen, habe geschaut, was gibt es denn zu dem Thema vielleicht an Videos. Und da bin ich auf ein Video gestoßen mit einer super simplen, aber super genialen Methode, nämlich einfach eine elastische Kordel oder es gibt sogar elastischen Nähfaden in den Ausschnitt hier einzuziehen. Und somit den Kragen zu verkleinern, den Ausschnitt zu verkleinern. Und das hat super gut funktioniert. Jetzt habe ich dummerweise vergessen, mir die Kordel hier hinzulegen, die ich benutzt habe. Die hole ich jetzt mal eben. Ganz kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich tatsächlich hier einfach so eine elastische Kordel, nennt die sich. Steht das da drauf? Ja, Elastikkordel von Venco. Ich glaube, sowas gibt es in jedem Supermarkt, in jedem größeren Supermarkt, wo die Kochlöffel und Co. hängen. Manchmal hat man da ja auch Nähgarn und Nähnadeln und so. Und da habe ich das vor Urzeiten mal gekauft. Daran habe ich mich Gott sei Dank erinnert, dass ich das hier irgendwo habe. Und diese elastische Kordel habe ich jetzt von innen hier eingezogen. Tatsächlich in jede zweite Masche habe ich eingestochen, habe das dann am Ende nur wirklich ganz leicht zusammengezogen, Knoten reingemacht, fertig. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich habe bislang tatsächlich auch noch nicht mal die Enden vernäht. Also die hängen jetzt hier irgendwo hier hinten so innen drin. Das stört mich nicht und man sieht es nicht. Und man sieht das ja auch tatsächlich hier am Ausschnitt von vorne in keinster Weise. Und ich weiß nicht, ob ich so umdrehen kann, dass ihr das sehen könnt. Hier, ihr seht ihr das, ne? Hier ist die schwarze Kordel, die ich mehr oder weniger versucht habe, in jeder rechten Masche einzufädeln. Ja, und somit, zum einen ist es hier elastisch. Und es hat sich wirklich wunderbar gefügt. Also der Ausschnitt war vor dieser Aktion irgendwo hier unten. Und ging dann wirklich so. Also bis hier, wo man herkömmlicherweise meistens so den Träger des BHs hat. Und ach, ne, ich konnte das alles nicht haben. Ich fand das alles doof. Und so wie es jetzt ist,
Ja, ist der Ausschnitt einfach super. Also, Ende gut, alles gut, kann man sagen. Ansonsten, ja, bin ich, so wie der Pulli dann am Ende rausgekommen ist, auch was so das, was so die Farben angeht, was den Fade angeht, bin ich auch ziemlich zufrieden. Man sieht ja auf dem Bild, dass die lilane Mitte doch sehr präsent ist. Also da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass der dritte Strang, dass sich das ein bisschen anders zeigt nochmal. Aber gut, so what, ne? Das ist jetzt so, wie es ist und ich bin da ziemlich happy mit. Ich habe, wie man hoffentlich auch erkennen konnte, dreiviertel lange Ärmel gewählt, weil ich dem Ganzen ein bisschen Leichtigkeit geben wollte. Also ich habe mir überlegt, wenn dieser Pulli, der ja im Ganzen ja sehr dick aussieht, der ist ja eigentlich gar nicht so dick vom Gewebe her, aber er sieht so aus, ne? Als wäre er super dick und ich wollte dem Ganzen so ein bisschen, ja, ein bisschen Leichtigkeit geben, wie ich es vorhin sagte. Ich kann das irgendwie gar nicht so gut in Worte fassen für den Moment, was ich mir dabei gedacht habe. Aber das ist die Formulierung, die passt, glaube ich, ganz gut. Und so ein Dreiviertelarm fand ich, ja, ist ganz passend dazu. Und tragetechnisch auch super, ne? Also es ist wirklich so ein Dreiviertelarm, stelle ich so für mich feste, ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Es ist mir warm genug, der Ärmel stört nicht, während man so durchs Leben geht, ne? Ob im Büro wie auch hier zu Hause, ja, gefällt mir ganz gut. Ich habe wieder italienisch abgekettet an den Ärmelbündchen, wie auch am Bündchen des Körpers und auch ein geteiltes Bündchen habe ich auch wieder gemacht. Aber ich glaube, dass ich das sogar auch in der letzten Folge alles erwähnt habe, ne? Ja, zum Garn, auch da habe ich in den vorherigen Folgen eingehend drüber berichtet. Das kriege ich aus dem Gedächtnis auch gar nicht mehr alles so zusammen. Also da schaut bitte nochmal in mein Projekt oder aber die anderen Folgen an, die vorherigen Folgen. Ansonsten habe ich Nadelstärke 3,75 benutzt. Für alles, für die Bündchen habe ich, das habe ich mir noch aufgeschrieben, 3,5 benutzt. Da bin ich also etwas runtergegangen und es hat alles wunderbar funktioniert. Also auch hier mit dem italienischen Abketten ist das alles mit dieser Nadelstärke wunderbar geworden. Gefällt mir sehr gut. Ja. Der Sorel Sweater von Wool & Pine. Und er ist fertig und ich freue mich. Wenn auch erst im Nachgang, wenn man so möchte. Ja. Ja, das ist das fertige Projekt und auch das einzig fertige. Ansonsten kann ich nur mit dem einen oder anderen VIP aufwarten und damit geht's jetzt weiter. Ja, zum Thema VIPs, da habe ich zwei mitgebracht, nein, sogar drei, die ich euch heute zeige. Ihr wisst, ich habe selbstverständlich ein paar mehr VIPs im Repertoire, aber die zeige ich euch nicht alle, sondern nur die, wo auch wirklich was dran passiert ist. Und zwar in meiner schönen grünen Mr. Pearl & Knit Tasche. Ich und grün, ne? Aber die finde ich tatsächlich ganz okay. Vor allen Dingen hat sie eine ganz nette Größe. Da wohnen die Skywalker Socks drin. Und zwar erinnert ihr euch hoffentlich daran, dass ich euch erzählt habe, dass ich für meinen Mann Socken stricken möchte, ein paar Socken stricken möchte, welches er zum Geburtstag bekommen soll. Das ist ja jetzt, wann habe ich davon erzählt? In der letzten Folge, die war vor 3 oder 4 Wochen. Und wäre er zwischenzeitlich nicht 2 Wochen zu Hause gewesen, hätte ich das so locker geschafft. So war dieser Mensch ständig zu Hause und ich konnte nicht so wirklich häufig an diesen Socken stricken. Und insofern habe ich auch erst eine fast fertig. Und das war's. gut, ich gebe jetzt mal diese Woche nochmal mein Bestes. Kommenden Sonntag hat der gute Geburtstag. Ob ich es bis dahin schaffe, man wird es sehen.
Ich will das mal probieren. Ja, Skywalker Socks von Tracy Millar. Tracy von den Grocery Girls. Diejenigen, die diesen Podcast von den beiden Ladies aus Kanada schauen, werden sie kennen. Tracy hat für Blue Moon Fiber Arts, für die Sock That Rock Lightweight, so heißt es ganz genau. Ich habe nämlich sehr viele Fragen via Instagram zu dieser Wolle bekommen. Hat direkt für dieses Garn eben dieses Muster entwickelt, schon vor einiger Zeit. Und jetzt vor kurzem war das dann im Rahmen einer Charity-Aktion eines der Muster, die zum freien Kauf dann standen. Und dann habe ich zugeschlagen, weil ich es wirklich sehr, sehr schön fand und den Gedanken dahinter auch sehr schön fand. Ja, und was soll ich sagen? Also ansonsten mein herkömmliches Rezept. Ich habe hier wieder ein 2x2 Bündchen gestrickt, entgegen der Anleitung. Da war es, glaube ich, nur ein 1x1 Bündchen. Ich habe hier wie immer meine Fish Lips Kiss Heel und die Spitze wird eben auch wie immer eine Bandspitze sein. Das Muster an sich hat hier zwischendrin immer diese schönen linken Rippen, dann hier einen, ja, Zopf im Zopf kann man fast sagen. Na, da hat man also hier so ein kleines Zöpfchen und dann nochmal auf der gegenüberliegenden Seite auch. Hier verläuft auch nochmal so ein bisschen was Gezopftes. Man hat also ein bisschen was zu tun. Man muss auch ein bisschen aufpassen, den Schad im Auge behalten. Aber wenn man da einmal drin ist, geht das wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die Farbe dieser Wolle wirklich richtig, richtig toll. Kommt auch jetzt gestrickt sehr gut raus. Das sind so, ja, noch nicht mal so wirkliche Streifen, ne? Sondern eher, es spiralt nicht, es streift nicht so wirklich. Man weiß es nicht. Also ich denke, hätte ich mich angestrengt, dann hätte ich diese Färbung sicherlich auch gut zum Wildern bekommen. Aber hier steht einfach das Muster im Vordergrund und das sieht man eigentlich auch noch relativ gut, obwohl die Wolle ja nicht nur dunkel, sondern auch ein bisschen unruhig ist. Ne? Ja, die Skywalker Socks von Tracy Millar. Hier nochmal das Knäuel. In der letzten Folge hatte ich, glaube ich, noch den ungewickelten Strang in die Kamera gehalten, eine wunderbare Färbung mit dem Namen Antiquated System. Sock That Rock Lightweight ist das. Ja, und da gilt es jetzt, mich anzustrengen, dass ich möglichst bis Donnerstagabend oder so das Paar fertig habe. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich das nicht wirklich, weil ich stricke Socken nicht ungerne, aber bei weitem nicht mehr so gerne wie früher. Und im Moment bin ich nicht so hundertprozentig in dem Sockenstrickmodus, muss ich ja tatsächlich gestehen. Und das mache ich jetzt in der Tat nur meinem Mann zuliebe. Ne? Aber gut, ne? Trotz alledem, hier fehlt nicht mehr so wahnsinnig viel. Die dürfte vielleicht spätestens morgen fertig sein. Ja, und dann schaue ich mal, dass ich so weit als möglich komme. Ne? Das ist also WIP Nummer 1. Und dann kommen wir zum nächsten WIP, was ich mitgebracht habe. Das ist der Calling Shawl von Chris Belly. Der wohnt dort, in dieser tollen Tasche von Susie B. Eines oder das neueste Design, was sie entwickelt hat. Und zwar ist das die Dibbe Gugga Bag von Susie B. Die liebe Susanne hat mich angeschrieben, ob ich denn diese Tasche vorstellen möchte. Und da sage ich selbstverständlich nicht nein. Sie hat hier diese Tasche aus einem Stoff genäht. Den hat sie schon mal für einen größeren Korb verwendet. Und zwar habe ich den ja letzten Dezember im Bohai-Atelier, wo Susanne auch vor Ort war, gekauft.
Dieser Korb, den habe ich damals in dieser Bohai-Folge vom letzten September, da müsst ihr mal schauen, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, da habe ich diesen Korb vorgestellt. Der hat also hier diesen gleichen tollen rosanen Stoff und da hat sie mir jetzt passend diese Tasche genäht und was soll ich sagen, ne? Ich bin sowas von verliebt. Das ist einfach ein ganz tolles Design, sehr wertig gemacht hier mit dieser Lederapplikation, wo hier dann auch dieser Ledergriff dran hängt, den man auch eben lösen kann, wenn man das möchte. Und ich finde, sie hat eine super Größe. Sie ist weder zu groß, sie ist nicht zu klein. Es passt neben kleineren Projekten eben auch durchaus so mittelgroße Projekte rein. Und ich denke sogar, dass hier auch ein Sweaterprojekt reinpasst, welches vielleicht noch so am Anfang steht oder sowas, ne? Also alles in allem hat sie hier wirklich eine Tasche kreiert und eine, vor allen Dingen eine Größe gewählt, die ich persönlich absolut perfekt finde. Innen drin hat man noch so kleinere Fächer, wo man so ein bisschen Kleinkram reinpacken kann. Hier auf der Außenseite wiederum hat sie einen Reißverschluss genäht oder eingesetzt, wie auch immer man das jetzt so nennt. Ich bin ja keine Näherin, aber dieses Fach, was hier entstanden ist, das ist super geräumig. Also das finde ich auch richtig toll. Da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Na, nur Maßband und ein kleines Döschen mit Maschenmarkierern, aber da passt auch durchaus noch ein bisschen mehr rein. Also auch das finde ich ja einfach super toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Da fällt mir auch gleich noch mal ihr Label in die Hand. Das zeige ich euch noch mal. Susie B. Sie hat eine Internetseite, sie ist auf Instagram zu finden und dort eben auch zu erreichen. Und ja, Dibble Gugger Bag, ihr neuestes Design. Den meisten wird sie sicherlich eher ein Begriff sein mit diesen Rice Bags. Ja, damit ist sie ja quasi, möchte ich sagen, fast bekannt geworden. Was da drin ist, kann ich euch gleich nochmal kurz zeigen. Beziehungsweise eigentlich gibt es da nicht so wirklich viel zu sehen. Aber in dieser riesigen Rice Bag habe ich diesen wahnsinnigen großen Knäuel-Wollmeise-Lace drin. Da ist also diese Tasche wirklich wie gemacht. Und ja, mit diesen Rice Bags ist sie ja, wie gesagt, tatsächlich bekannt geworden und sicherlich vielen von euch mittlerweile ein Begriff. Und Susanne wollte eben neben diesen doch recht großen Projekttaschen, den Rice Bags, noch eine etwas ja, kleinere Größe anbieten, die vielleicht ein bisschen portabler ist, die man sich in eine Shopperbag oder so packen kann. Ne? Und ja, also ich war vom ersten Bild an schon begeistert und jetzt, wo ich sie hier zu Hause habe, bin ich von dieser Tasche auch sehr, sehr begeistert. Und ich mag eben auch diesen Style mit diesem dunklen Lederhenkel und so. Das ist alles so wunderbar aufeinander abgestimmt. Also ich bin echt happy. Und da mache ich also hier in der Tat gerade Werbung in Reinkultur, aber auch wirklich sehr, sehr gerne, weil ja, Susanne wirklich nicht nur ein netter Mensch ist, sondern auch super kreativ und handwerklich sehr begabt, wie man sieht. Ein bisschen muss man bedenken, dass Susanne oder dieses Label eine One-Woman-Show ist, ne? Also auch die Frau hat leider nur zwei Hände und ich glaube zu wissen, dass sie wahnsinnig viele Anfragen hat und ich weiß nicht, wie sie es aktuell handelt, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie unlängst auf Instagram mal geschrieben hat, dass sie also ja sicherlich immer wieder näht und näht und näht und eben das, was fertig ist, in den Shop stellt und das, was dann da ist, kann auch gekauft werden, dass aber so Sonderbestellungen oder so für sie im Moment nicht unbedingt handelbar sind. Wenn da irgendwie noch mal
Nachfragebedarf eurerseits besteht, dann könnt ihr sie sicherlich anschreiben. Aber ich glaube, das ist so Stand der Dinge. Wie gesagt, ne, sie macht das alles alleine und in einer sehr guten Qualität und nicht mal eben, ich rock da mal 20 Taschen durch, sondern das ist alles perfekt genäht, ohne irgendwelche offene Nähte, Fäden, was auch immer. Ne? Insofern braucht es eben ein bisschen Geduld. Und ich kann nur raten, ihr auf Instagram zu folgen, sodass ihr da vielleicht auch mitbekommt, wenn sie wieder mal was einstellt auf Etsy oder so. Oder nee, Etsy? Nein, das ist nicht auf Etsy, glaube ich. Ach, ich bringe sie immer mit Etsy-Verbindung in Verbindung, aber sie hat ja eine eigene Internetseite, glaube ich. Das ist wieder gesundes Halbwissen meinerseits. Aber das schadet nicht, sich da ein bisschen auf die Lauer zu legen und dann im Fall eines Updates oder wie auch immer dann zuzuschlagen. So, in dieser tollen Dibbe-Gugger-Bag, mich würde ja mal interessieren, Susanne, was das denn für ein Begriff ist, beziehungsweise ich denke ja mal, das ist so Mundart oder so, was sich hinter diesem Begriff ja verbirgt. Den kenne ich nämlich so gar nicht. Ich denke mal, das ist so ein hessischer Begriff irgendwie. Sowas, ne, haben wir hier im Ruhrpott ja zuhauf. Ne, irgendwelche Wörter, die kein Mensch kennt, außer wir hier. Und so wird es ja sicherlich bei dir auch sein. So, in dieser Dibbe-Gugger-Bag, ursprünglich hieß diese Tasche ja mal, Moment, Elliot Pouch. Und in dieser Tasche wohnt der Calling Shawl von Chris Berlin. Da habe ich ja auch schon mal ein bisschen was in die Kamera gehalten und wie ihr seht, so wahnsinnig viel ist noch nicht wieder dran gekommen. Aber ich wollte es euch trotzdem noch mal zeigen, weil ich eine kleine Änderung vorgenommen habe an diesem Tuch, respektive eben auch an diesem Design. Und zwar lasse ich hier diese Lochreihen, die jetzt hier rechts und links zu sehen sind, die lasse ich ein bisschen steiler verlaufen, weil ich doch mit sehr dünnem Garn stricke. Und normalerweise hätten diese Zunahmen in jeder Hinreihe stattgefunden, sodass das also ähnlich wie hier unten etwas weniger steil verlaufen wäre, sodass das Ganze eben auch kürzer geworden wäre, logischerweise. Und ich habe mir gedacht, nee, das wird am Ende dann wahrscheinlich für mich zu kurz. Und dann habe ich Gott sei Dank in einem anderen Projekt gesehen, dass da eine schlaue junge Dame das auch schon so gemacht hat. Und dann habe ich das übernommen und denke, jetzt wird das Ganze am Ende auch bei meiner Garnwahl eine schöne Länge bekommen. Ja, ansonsten strickt sich dieses Tuch wirklich sehr schön, sehr entspannend. Ja, da wird man sehen, wie sich das Ganze jetzt noch weiterentwickelt und wann ich mal wieder dazu komme, hier dran weiter zu stricken. Das Ganze geht jetzt eben so weiter, dass dieser Rippenrand hier an den Seiten, der wird jetzt immer größer, sodass das sich hier zur Mitte hin dann irgendwann alles mit Rippen in Rippenoptik trifft. Und danach gibt es dann, glaube ich, diesen Brioche-Teil. Aber da bin ich noch lange nicht. Ne? Ja, Calling Shawl von Chris Berlin, gestrickt aus der Lakashmi von Rupert Garne. Ja, ein Garn, was ich bis vor kurzem noch nicht so kannte. Ich bin da aber sehr angetan, sehr begeistert. Schöne Haptik und vor allen Dingen sind hier 30% Kaschmir drin. So häufig findet man das ja auch nicht. Freut mich sehr. Und was mich eben auch hier, und das habe ich dann unlängst ja auch mal auf Instagram gepostet in einer Story, hier freut es mich, dass ich hier tatsächlich alles aus deutschen Landen verwendet habe. Also ich bin ja jemand, der wolltechnisch oder auch grundsätzlich zu diesem wunderbaren Hobby durch die ganze Welt shoppt. Ob es jetzt Wolle ist, ob es Designs sind oder auch Projekttaschen sind.
Ne, da ist ja heutzutage die Welt eine so kleine geworden, dass man also eigentlich überall locker flockig einkaufen kann, wenn man möchte. Und das mache ich, wie gesagt, sehr gerne. Aber hier trifft sich wirklich mal Kreativität und Handwerkskunst komplett aus Deutschland. Und das ist ja auch mal schön. Ne? Das hat mir irgendwie gut gefallen. Fiel mir dann irgendwann so auf. Ich denke, ach, guck mal, ne? Ich kann auch lokal. Und habe es dann entsprechend gepostet. Ja. Das ist der Calling Shawl. Der wird mich auch, denke ich, noch sehr lange begleiten, weil es ja auch ein etwas größeres Tuch ist. Und ja, das entsprechend lange dauert. Na, mit diesem dünnen Garn erst recht. So, das war dieses. Und dann. Was habe ich noch? Ach ja, genau. Dann habe ich mal wieder ein bisschen, zwar nicht so wahnsinnig viel, aber ein kleines bisschen an dem. Ach, jetzt muss ich aber tatsächlich gucken. Ich gucke hier, ob ich den Namen denn dann auch richtig ausspreche. Ich vertue mich da nämlich ganz gerne. Und zwar, nee, der Granada Loop von Verstrickte Kunst. Ach Gottchen. Manchmal hat man aber auch so einen kleinen Klops im Kopf. Ne? Heute ist das Licht, mir fällt das gerade auf, sorry, das muss ich jetzt mal gerade einwerfen. Wir haben mal wieder so ein bisschen Aprilwetter. Ne? Jetzt scheint wieder die Sonne mit dicken, fetten Wolken zwischendrin immer wieder mal. Dann regnet es mal wieder. Insofern, ne, ist es mal hell, mal dunkel. So ist das. Ne? Der Granada Loop von Verstrickte Kunst. Hier dieses Wollpaket. Erreichte mich ja im letzten Jahr und ich habe dann ja auch sofort angefangen und dann ist es wieder ein bisschen liegen geblieben und unlängst habe ich es dann mal wieder hervorgeholt, vorrangig auch, um das Ganze auf andere Nadeln zu ziehen. Angefangen hatte ich diesen Loop mit Knit Pro Nadeln und auch natürlich dem entsprechenden Seil. Und dieser Loop ist ja einer, der hat, glaube ich, einen Durchmesser irgendwie so von 1,50 Meter oder sowas oder einen Umfang von 1,50 Meter. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall braucht man ein langes Seil dafür. Und mit diesem Knit Pro Seil, welches sich dann immer noch so wunderbar verdrehte, mit dem ganzen Gestrick daran, das ging mir so dermaßen auf die Nerven, dass das mit einer der Gründe war, warum das eigentlich dann nicht so wirklich vorwärts gegangen ist. Und jetzt habe ich das auf Chaogu-Nadeln gezogen, respektive natürlich jetzt das Ganze auch auf einem langen Chaogu-Seil. Und siehe da, jetzt verdreht sich hier auch nichts mehr. Allerdings seht ihr hieran schon, da ist auch noch nicht so wahnsinnig viel wieder dran gekommen. Aber ich habe immerhin die zweite Farbe eingearbeitet. Und jetzt versuche ich das hier mal so glatt zu ziehen, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. So könnt ihr das, glaube ich, erkennen. Ne? Hier dieses, das war die erste Farbe und jetzt geht es hier weiter mit der nächsten Farbe, die ein kleines bisschen dunkler ist, ein bisschen anderer Rosaton. Und ja, na, man kann hier auch schon so die ersten Blütenblätter erkennen, so langsam aber sicher. Ne? Und was mich jetzt eben auch sehr freut, ist, und ihr seht schon, ne, dass das hier, und es ist ja jetzt nicht in Gänze ausgezogen, logischerweise. Ich habe das jetzt auf einem 1,20 Meter Seil und das ist schon, das ist eine lange Runde, kann ich euch sagen. Die strickt sich nicht mal so in 5 Minuten. Ne? Also wenn ich da 2 oder 3 Runden gestrickt habe, dann denke ich mir, mein Gott, der Tag ist jetzt auch gleich rum. Ne? Ja, also es dauert ein bisschen. Auch aufgrund dessen, dass das so eine große Runde ist, habe ich jetzt hier überall, kann man das überhaupt sehen, überall Maschenmarkierer reingesetzt. Ist auch wurscht. Ne? Man sieht es, glaube ich, jetzt nicht so wirklich. Es dreht sich auch alles immer so wunderbar. Hier ist einer. Hier ist auch einer. Also wirklich jeden Mustersatz jetzt markiert, weil
das bei dieser langen Runde mir tatsächlich sehr, sehr hilft, ne? Also da bleibe ich dann eher in der Spur. Das hatte ich am Anfang auch nicht. Und dann hatte ich doch den einen oder anderen Fehler, den ich dann wieder so ein bisschen ausbügeln musste. Aber jetzt geht es weiter. Und ich glaube, dass wenn das dann auch erstmal länger wird und wenn das wächst und sich die Farben so aneinander reihen, dass das wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Loop sein wird, den ich sehr gerne tragen werde. Und ja, da werdet ihr also noch häufiger was von sehen, weil das eben auch ein etwas ja, aufwendigeres Projekt, will ich gar nicht sagen, weil so von der von dem Muster her ist es nicht besonders schwierig, aber ja, es ist einfach eine lange Runde. Es ist ein langer Loop und es ist viel Material, es sind viele Maschen und es strickt sich jetzt nicht mal so eben weg. Ja, insofern werdet ihr also dieses Teilchen noch häufiger hier zu sehen bekommen. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass ich da mal wieder die Arbeit dran aufgenommen habe und das ein oder andere an Hilfestellung für mich eingebaut habe. Und dann will ich mal hoffen, dass da in den nächsten Wochen einiges dran kommt und ich dann auch mal wieder mehr zu zeigen habe. Ja, ansonsten kann ich euch nur das Label Verstrickte Kunst noch mal ans Herz legen. Wer sich die Internetseite von Bärbel noch nicht angesehen hat, der sollte das vielleicht mal tun. Wenn ihr interessiert seid an mehrfarbigem Stricken, bietet Bärbel tatsächlich wunderbare Kurse an. Ich selber habe noch keinen besucht, aber ich weiß, der ein oder andere Podcaster war ja schon bei ihr und hat darüber berichtet. Oder auch via Instagram habe ich einige nur positive Berichte darüber lesen können, wie toll ihre Kurse sind. Und ja, ansonsten hat sie sehr, sehr schöne Designs, bietet die immer im komplett so rundum sorglos Paket an, sprich Anleitung und komplett Paket an Wolle. Also wer mag, schaut mal auf ihre Internetseite und kann da schwelgen und schauen, was es da alles Feines gibt. Ja, das war dieses WIP. Ich muss zwischendurch auf meinen Spickzettel schauen. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein WIP. Das wohnt hier in dieser Tasche. Da drin ist dieses Tuch. Das heißt, es sollte dieses Tuch mal werden. Ja, ich zeige es noch mal. Wo ist vorne? Ich glaube, das hier ist die Vorderseite. Hier. Dies ist der Flamingo Flavor Shawl von Susanne Sommer. Angefangen habe ich den im letzten Sommer, so Juni rum, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Sollte das ein Urlaubsprojekt werden. Und seitdem liegt es. Und ich denke, ich werde es ribbeln. Nicht, weil ich das Design nicht mehr schön finde. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich bin auch noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe heute Mittag noch den neuesten Podcast von Nikis Nadelzauber gesehen, die das ähnliche Dilemma hatte wie ich, nämlich, dass man ein Projekt hat, was man eigentlich gar nicht mehr so wirklich mag und eigentlich gar nicht mehr so wirklich weiterstricken möchte, trotz alledem das Design an sich eigentlich noch ganz nett findet und einerseits ribbeln möchte, andererseits aber dann doch nicht. Und in diesem Stadium befinde ich mich in der Tat auch, aber ich glaube, ich werde es ribbeln. Ich glaube nicht, dass ich das fertig stricken werde, dass ich es fertig stricken möchte. Wie gesagt, das Design des Tuches gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Also wenn denn dann irgendwann mal diese Dreiecke, das ist so der Mittelteil des Dreieckstuchs, wenn das denn dann mal fertig wäre, würden sich hier dieser Teil würde sich anschließen. Das ist dann so eine Geschichte mit verkürzten Reihen und auch, ich glaube, am Ende dann hier nochmal irgendwas mit Brioche, denke ich. Ja, zweifarbiges Patent wird das sein. Aber ich glaube nicht, dass ich dahin komme, weil man in dieser Mitte
sich doch sehr konzentrieren muss. Die Anleitung ist da sehr, ja, komplex, beziehungsweise es gibt immer wieder Stellen, wo man sich sehr schnell vertun kann. Mir ist das schon mehrfach passiert. Ich habe schon einige Male zurückstricken müssen. Und weil ich das im Hinterkopf habe und darauf wirklich keine Lust habe, liegt das Teil. Und ich denke, aufgrund dessen wird es nicht fertig werden. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich ribbeln. Und somit habe ich auch schon wieder einen WIP weniger. Gewusst wie, ne? Ja, muss man ja auch mal sagen. Also das ist auch so ein 2019er WIP, was ja im Rahmen meines WIP-Down-Calls fertig werden sollte. Aber ich glaube, dieses ist ein Ribbelprojekt und ja, das wird es gewesen sein mit diesem Teil. Denn ich denke einfach auch, was bringt es mir, diese wirklich tolle Wolle hier liegen zu lassen, ne? Und darauf zu hoffen, dass mich da irgendwann mal wieder die Lust packt. Das ist nämlich alles Madintosh Merino Light. Das wären diese drei Farben, hatte ich da als Kombi gewählt. Das sieht ja zusammen wirklich traumhaft aus. Also ich finde die Wolle nach wie vor richtig toll. Ich bin ja auch ein absoluter Madintosh-Fan und ich glaube, diese Wolle ist mir viel zu schade, dass ich sie so als unfertiges Projekt rumliegen haben möchte. Ich denke, da stricke ich lieber mal irgendwann demnächst was anderes Tolles draus. Ja. Und deswegen, ja, werde ich es tatsächlich ribbeln. Ich glaube ja, die Entscheidung ist gefallen. Wenn ich auch bis vorhin noch ein bisschen hin und her gerissen war, aber ich glaube, am Ende ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Das Design ist toll, Susanne Sommer ist toll, eine super nette, tolle, kreative junge Frau aus Österreich, die ganz tolle Designs macht und vielleicht habe ich irgendwann mal die Muße, dieses Tuch zu stricken, denn es gefällt mir eigentlich ja im Grundsatz, aber ich glaube, diese Muße habe ich im Moment nicht, deswegen, ja, geht's fort. Wird's geribbelt, fertig. Was glaube ich in Sachen WIPs? Ja, mehr habe ich da jetzt nicht zu zeigen. Die anderen WIPs, die werde ich nicht alle ribbeln. Nein, keine Sorge. Aber da ist nichts dran passiert. Also brauche ich da auch nicht großartig was in die Kamera zeigen. Da können wir dann auch gleich übergehen in die nächste Kategorie. Und das ist nämlich mal die Kategorie des Spinnens. Ja, ich habe mal wieder gesponnen tatsächlich. Das ist ja immer so eine Sache mit mir, mit dem Spinnen. Ne? Ich habe so Phasen, da könnte ich von morgens bis abends spinnen und dann bleibt es wieder doch zugunsten des Strickens ein bisschen liegen. Aber jetzt habe ich zwischendurch in den letzten Tagen hier und da mal wieder was gesponnen. Ich habe ja tatsächlich zwei Großprojekte am Start. Einmal für einen Pulli will ich mir ja was zurechtspinnen und eben auch für ein Tuch, für den Swerving Shawl von Mr. Steven West. Hier ein Bild der Faserauswahl, die ich mir da im letzten Jahr zusammengestellt habe. Und da bin ich ja, wie gesagt, munter dabei, das Ganze wegzuspinnen. Das Tuch wird im zweifarbigen Patent gestrickt. Und hat eben eine Seite, die einen Farbverlauf haben soll, von hell nach dunkel. Und die andere Seite, die darf dann mit ein bisschen mehr Farbe versehen sein. Und da bin ich gerade zugange. Und zwar, das wisst ihr ja wahrscheinlich noch oder könnt euch entsinnen, ich habe ja den E-Spinner von Ashford und dieser E-Spinner hat riesig große Spulen. Und hier versuche ich gerade eine hoffentlich effiziente Art und Weise des Spinnens. Und zwar sind hier zwei verschiedene Kammzüge drauf. Das heißt, je 50 Gramm habe ich hier hintereinander weggesponnen und habe die eben beide auf einer Spule gepackt und habe mir den Übergang mit einer andersfarbigen Faser markiert, ne, habe da also so ein Stück zwischengesponnen und habe dann eben diesen Kammzug hier angesetzt und ja,
Ich schaue mal, wie sich das verhält, ob ich dann eben auch zwirntechnisch da gut mit zurechtkomme. Ich glaube nicht, dass ich am Ende sogar ja, alles auf einer Spule verzwirnt bekomme. Das wahrscheinlich nicht. Aber so muss ich jetzt nicht ewig und ständig wechseln. Und vor allen Dingen habe ich ein bisschen was an Spulen gespart. Ich habe zwar mir noch welche hinzugekauft damals, aber trotz alledem. Ja, hat man eben am Ende auf zwei Spulen zwei Kammzüge verwurstet, ne, vor dem Verzwirnen. Ich hoffe, ihr könnt mir ansatzweise folgen. Also das wäre schon hier im Prinzip Farbe Nummer 2 zu der bunten Seite dieses Tuches quasi. Und in Arbeit auf dem E-Spinner habe ich jetzt hier Farbe Nummer 3. Das Licht geht uns hier gerade so richtig schön flöten. Ja, so sieht man das, glaube ich, ganz gut. Das ist die erste Farbe, Entschuldigung, das ist die erste Farbe zu diesem Design. Und ja, im Anschluss daran werde ich dann auch hier wieder dann den zweiten Kammzug drauf verspinnen. Den zweiten Single und am Ende wird dann alles munter verzwirnt. Ja. Das ist so das, was ich spinntechnisch gerade gemacht habe. Ich habe noch unlängst auch mal zu einem Stricktreffen meine Handspindel mitgenommen und habe da auch ein bisschen mal wieder was dran gearbeitet. Ist aber wenig spektakulär zu zeigen. Aber diesen hoffentlich effektiven Weg, hier zwei Kammzüge hintereinander drauf zu spinnen, je 50 Gramm wohlgemerkt. Das wollte ich hier schon mal erwähnt haben. Vielleicht diejenigen unter euch, die Spinnräder mit riesigen großen Spulen haben oder eben auch den E-Spinner, vielleicht probiert ihr das auch mal. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich sehr effektiv ist. Vor allen Dingen, wenn man eben solche großen Mengen zu spinnen hat. Ne? Ich habe ja noch ein paar Kammzüge vor mir. Ja, das war's schon in Sachen Spinnen. Also eigentlich hätte ich da gar nicht so die größte oder eine eigene Kategorie für machen müssen. Aber ne, ich folge mal hier mit dem Schema meines Podcasts und ja, damit können wir auch die Kategorie Spinnen schließen und gehen über zur nächsten Kategorie, nämlich den Strickplänen. Ja, und bezüglich der Strickpläne, die gehen mir ja bekanntlich nicht aus. Ne? Da habe ich ja immer irgendwas im Hinterkopf, was ich ganz gerne stricken wollen würde. Geht diesmal aber auch einher mit ein bisschen Wollzuwachs. Ein bisschen. Ja, also ich bin ja immer noch dabei zu sagen, ich halte mich zurück, alles im Hinblick auf Leipzig, welches ja hoffentlich stattfindet. Ja, also die aktuelle Situation ist ja gerade eine, ja, etwas wirre und auch eine unsichere. Wir dürfen alle gespannt sein, ob Leipzig stattfinden wird oder nicht. Das eine oder andere Wollfest ist ja schon abgesagt worden. Gut, aber da steckt man nicht drin. Wir werden es sehen, wir können es nur hoffen. Und ich habe eben nach wie vor im Hinblick auf Leipzig diesen hehren Vorsatz, nicht so viel Wolle zu kaufen zwischendurch, weil eben so ein Festival ja schon ergiebig sein wird wahrscheinlich. Aber es gibt gewisse Dinge, da komme ich einfach nicht dran vorbei. Vor allen Dingen der Schnäppchenjäger in mir kommt nicht dran vorbei. Und unlängst war es eben so, dass die liebe Anike von Purl and Knit mal wieder so eine Lucky Bag Aktion gemacht hat. Da habe ich im letzten Jahr schon zugeschlagen und habe eine wunderbare Auswahl an Sportweight Garnen bekommen. Die kann ich eigentlich mal zuerst zeigen. Es raschelt ein bisschen, sorry Leute. Und zwar, na, in der Tüte ist doof, ne? Ich ziehe es raus. So, dann raschelt es auch nicht mehr. So, das waren hiervon diese 3 plus 1. Da ich jetzt hier schon so ein bisschen hin und her gewürfelt habe und diese 3 eben verplant sind für ein Design, kann ich euch also von dem letzten Lucky Bag aus dem letzten Jahr
nur noch die hier zeigen. Ja, also drei sehr wunderbar aufeinander abgestimmte Färbungen haben die einen Namen. Cafe Knitting. Das hier ist Stone und dieser hier ebenfalls Stone. Das ist Stone 13 und das hier ist Stone 9. Muss wahrscheinlich auch mal irgendwie so ein Set oder sowas gewesen sein. Oder weiß der Geier was. Ja, also, diese sind vom letzten Jahr. Und in diesem Jahr hat sie eben wieder so ein bisschen aufgeräumt und ein paar Lucky Bags zusammengestellt. Wieder so ein bisschen thematisch auch zusammengestellt, dass sie also, ich weiß nicht mehr genau, ich kriege die Kategorien, glaube ich, nicht wirklich zusammen. Das war irgendwie hell und soft oder aber dunkel und sowieso, also ich weiß es nicht mehr, ich kriege es nicht mehr wirklich zusammen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich sofort angesprungen bin auf hell und pastellig oder irgendwie so nannte sich das, glaube ich. Und angekommen sind dann diese vier Schönheiten hier. Auch wieder schön Ton in Ton, also wenn man wollte, könnte man sie auch alle drei miteinander irgendwie kombinieren. Und für zwei habe ich schon einen Plan. Dieser hier mit diesem tollen Neongelb, finde ich ja irgendwie total klasse, der wird höchstwahrscheinlich in einen zweiten Slice of Light wandern. Dieser hier ist ja auch wunderbar. Da habe ich jetzt noch nicht so wirklich eine Idee, aber ich denke mal in einem Tuch oder aber vielleicht in einer Colorwork-Passe kann ich mir das sehr gut vorstellen. Hat der einen Namen? Ja, das ist Gypsy. Dieser mit dem Neongelb ist Wheat. So, Wheat. Und das hier ist Carrot Cake. So, finde ich auch sehr schön. Habe ich jetzt noch nicht so wirklich eine Idee. Also im ersten Moment habe ich gedacht, finde ich den jetzt wirklich gut oder nicht? Weil Orange, ja, kann man machen, muss man nicht. Ne? Ist so eine Farbe, da würde ich jetzt spontan wahrscheinlich nicht unbedingt zugreifen. Aber das ist ja manchmal auch tatsächlich das Schöne an solchen Überraschungspaketen, dass man tatsächlich auch mal Farben bekommt, die man sonst immer vernachlässigt. Und am Ende vielleicht feststellt, dass einem das doch gefällt. Und hier, das ist tatsächlich so ein Strang, wo ich sage, hätte ich vielleicht nicht gewählt, aber ich glaube, der hat irgendwann auch seine Bestimmung. Ja, für den Moment fällt mir dazu nicht spontan was ein, aber ich finde den trotzdem irgendwie gut. Weiß ich auch nicht. Ja, und der gefällt mir eigentlich am allerbesten aus diesem Set. Der ist wirklich ganz zart, ganz pastellig. Rosa mit Neonsprenkeln und ein bisschen was Bräunliches dabei. Also ganz, ganz toll. Und der wiederum, jetzt hoffe ich, dass ich das hier, ich glaube, war es so oder war es so? Ich weiß es nicht mehr. Der wird hier reinwandern. Ja, der wird hier in diese Kombination wandern. Ich glaube, so rum wollte ich es machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also diese beiden hellen, da switche ich immer hin und her. Und zwar möchte ich ja schon ganz, ganz lange das Tuch Cafe Knitting von Stephen West stricken. Und das werde ich aus diesen vier Strängen stricken. Das ist im Original, glaube ich, nur aus, ja, das ist ein Sportweight Design. Und die ursprünglichen vier Sportweight-Stränge, das hier sind drei Sportweight, die würden nicht komplett reichen. Der vierte dazu, der gefiel mir in der Kombination mit diesen nicht so sehr gut. Deswegen nehme ich jetzt hier ein Fingering hinzu. Ich finde ja, dass man durchaus Fingering und Sportweight wunderbar kombinieren kann, zumindest in Tüchern. Ja, wo am Ende sowieso nicht wirklich jeder so genau hinguckt, wenn man sich das Ganze um den Hals drapiert hat. Und der Unterschied zwischen den Wollstärken ist nicht so eklatant hoch. Ja, also das kann man echt machen. Da darf man keine Angst haben. Ich kombiniere da immer wild miteinander. Ja, das soll das Tuch Cafe Knitting ergeben. Ne?
Da freue ich mich schon sehr drauf. Das will ich, wie gesagt, schon ganz, 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 ganz lange stricken. Und jetzt denke ich, wird das dann irgendwann mal demnächst in die Tat umgesetzt. Ja, und dann ist noch was eingezogen. Das steht schon die ganze Zeit da oben. Und zwar, ach, war das wieder so eine Sache, das hat sich so, ups, das hat sich so ergeben. Das war irgendwie, ich war auf Reverie unterwegs und habe den, ich glaube, das Ganze nennt sich Colorwork Club von Isolda Teak gesehen. Das ist ein Club, den gibt es auch jetzt schon nicht mehr zu kaufen. Der läuft, ich weiß nicht, ob 3 Monate oder so. Und der ein oder andere strickt da jetzt schon munter dran rum. Und deswegen bin ich da eben drauf aufmerksam geworden. Und weil mich das interessierte, bin ich auf die Internetseite von Isolda Teak gegangen. Und dann ist mir diese Tasche hier vor Augen gekommen, die ich einfach super fand. Einfach nur vom Druck her. Ja, also ich finde dieses Bild und diesen Druck einfach so toll, der hat mich sofort angesprochen und es gab eben von dieser Größe L, die ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich L ist für mein Befinden, gab es nur noch diese eine und dann habe ich die unbedingt haben wollen. Die Rückseite sieht so aus, hätte man auch irgendwie, ne, entweder einfach nur so belassen können, aber gut, ne, die Künstlerin fand das schön. Ich finde eigentlich eher diese Seite super, super schön. Aber ich kann auch mit der Rückseite leben. Alles gut. Also, diese Tasche war der Auslöser dessen, dass ich dachte, boah, die muss ich unbedingt haben. Die ist ja echt total schön. Aber nur so eine Tasche sich auch aus England schicken lassen, ist ja auch albern, ne? Also habe ich noch ein bisschen Wolle da hinzugeordert, weil mir nämlich das Garn von Isolda Teak dann dort erstmalig begegnet ist. Ich wusste gar nicht, dass sie, die ich zwar als Designerin kenne, dass sie eben auch ein eigenes Garn anbietet. Das wusste ich gar nicht. Und zwar habe ich Moss Light gekauft von Isolda Teak in der Farbe Rosea oder Rosé. Ich drehe es mal um, dass ihr das selber lesen könnt. Ja, ne, kann man gut erkennen. In einer wunderbaren Mischung, nämlich Blueface Lester und Messam. Und das ist leider, was ist, leider kann man nicht sagen, das ist ja blöd formuliert, sondern das ist einfach eine Faserkombination, wo ich immer drauf anspringe. Als Spinnerin, ich mag diese Kombination sehr gerne, ich mag diese Fasern sehr gerne und ja, somit, und die Farbe sprach mich auch sofort an. Ich finde die total klasse. Gefällt mir richtig gut und da mussten dann eben auch gleich 3 mitreisen. Ohne dass ich so wirklich einen festen Plan dafür hatte. Also zuerst habe ich gedacht, ich mache ein Tuch daraus. Da gibt es ja einige Designs, die für eine Meterzahl von, das sind glaube ich 400 Meter ungefähr drauf. Ja, 400 Meter sind drauf. Das heißt also in Gänze habe ich jetzt hier 1200 Meter mit. So einer Meterzahl lässt sich ja gut was anfangen. Das ist Fingering Weight Yarn. Und ja, zuerst habe ich gedacht, ich stricke ein Tuch draus. Mittlerweile, nachdem ich auch das neue Pompom-Magazin bekommen habe, dieses hier, wurde ja schon hinreichend von vielen, vielen Podcastern vorgestellt. Auch ich finde, das ist mal wieder eine Ausgabe, die super gut gelungen ist und die auch ich dann mir jetzt unbedingt kaufen muss. Ich habe nicht das Abo von Pompom, sondern ich gucke immer, wenn die Preview kommt, was ist drin, was erwartet mich. Und wenn die Mehrheit der Designs mir gefällt, dann bestelle ich es halt vor, ne? Und dann habe ich es eben auch gleich mit Erscheinungstag. In diesem Pompom Magazine ist ein Interview mit, wo ist denn das? Mann, ich suche ein bisschen, weil, ja, da ist es. Ein Interview mit Jacqueline Chislek, eine sehr, wie soll ich das sagen, eine tolle Frau einfach, eine tolle und starke Frau, die
sicherlich durch ihre Körperfülle auffällt, die aber gerade auch in diesem Interview damit auffällt, dass sie eine starke Meinung vertritt, was das Beurteilen eines Menschen aufgrund seiner körperlichen Statur angeht. Und das hat mich sehr inspiriert, sehr angesprochen. Ich habe mich aufgrund dessen, nachdem ich dieses Interview gelesen hatte, eben auch nochmal mit ihren Designs beschäftigt. Und sie hat den Ursa Sweater rausgebracht, ich glaube schon im letzten Jahr. Ich blende euch das Design mal hier ein. Und ich bin im Moment dabei zu sagen, ich nehme dieses Garn doppelfädig und stricke mir diesen Cropped Sweater. Da müsste ich eigentlich mit der Menge an Garn hinkommen. Und als Pulli kann ich mir sowohl die Farbe als auch die Wolle sehr gut vorstellen. Und mittlerweile seit dem Soldotna Crop oder aber auch, ich habe ja den Yume Sweater letzten Sommer gestrickt, auch den ja in einer Crop-Variante in Verbindung mit einer langen Bluse, sehe ich mich persönlich sehr gerne in solchen Crop-Sweatern. Und ja, ich denke, ich werde dieses Teil stricken aus dieser Wolle. Das ist also der momentane Plan dafür. Ich hoffe mal nicht, dass ich da mich schon wieder umentscheide. Aber so sieht es im Moment aus. Ja, ansonsten muss ich überlegen, ist nichts weiter Neues bei mir eingezogen tatsächlich. Das Pompon-Magazin ist voller wunderschöner Designs. Gerade auch, wie viele andere auch, bin ich absolut verliebt in das Titelmodell von Jorge Locatelli. Da hätte ich aber jetzt aktuell nicht unbedingt Wolle für da. Da hoffe ich nach wie vor, wie gesagt, auf Leipzig, dass selbige Messe eben stattfindet und ich dort vielleicht passende Wolle für diesen Sweater hier finde. Das war's, denke ich mal, für heute. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich heute hier erzählen wollte. Lasst uns alle die Daumen drücken, dass Leipzig stattfinden wird. Ich glaube nicht, dass ich vor Leipzig noch eine Folge aufnehmen werde, sodass ja, ich erst danach, nach dem Festival, nach der Messe, ja, eine entsprechende Festivalfolge hoffentlich präsentieren kann. Sollte Leipzig stattfinden, freue ich mich auf euch. Ich hoffe, dass ich einige von euch dort treffe und ja, dass wir ein wunderschönes Wochenende in Leipzig verbringen können mit unserem wunderschönen Hobby. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, happy knitting und bis bald!